Wir haben ja schon mal für 24 Stunden im Baumhaus gewohnt. Heute ziehen wir in unsere Höhle ein. Ich bin echt mal sehr gespannt. Wir haben jetzt so lange daran gebaut. Und jetzt mal wirklich da drin zu wohnen, so ganz ohne Tageslicht, wird auf jeden Fall interessant. Ja, hier geht es jetzt runter in unsere Höhle. Das ist schon ganz schön eng. Als allererstes nochmal ganz, ganz vielen Dank für 1 Million Abonnenten. Das bedeutet uns echt viel. Und wir haben ja gesagt, dass wir da ein U-Boot bauen, ein neues. Das ging jetzt doch alles ein bisschen schneller, aber wir sind dran und da kommt auf jeden Fall bald das erste Video dazu. Ja, wenn wir jetzt hier unten bleiben, müssen wir auch irgendwas essen. Deswegen haben wir jetzt einen Pizzaboten bestellt. Ich glaube, es gibt eine coole Reaktion. Ich bin mal mega gespannt, ob der sich hier runter traut. Wir hängen draußen jetzt ein paar Schilder auf, damit er die Höhle überhaupt findet. Wir haben den schon angerufen, deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Der Julius geht jetzt oben ins Baumhaus und filmt von da den Pizzaboten, wie der draußen reagiert. Wir haben jetzt hier heute das Riesenobjektiv dabei. Gucken, ob wir da ein paar geile Shots von den Pizzaboten kriegen. So, da müsst ihr jetzt jeden Moment kommen. Wir machen schon mal das Feuer an. Warte, ich geh mal hoch, nehm mal die Pizza. Hi! Dann willst du nicht runterkommen? Ich wäre gerne runtergekommen, aber ich hätte frisch reingekommen. So viel Spaß. Alles klar, ja, danke schön. Ciao. So, der wollte wohl nicht reinkommen. Schade. Und man kann sich auch voll verstehen. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre auch nicht in so ein Loch einfach so reingekrochen. Ich habe aber auch echt Hunger jetzt. Geil, Lecker. Ja, so können wir hier drin leben. Hallo Julius. Und hast du ihn gut gefilmt? Ja, hat ganz gut geklappt. Ist die Pizza hier noch heile angekommen oder kaputt? Ja, war leider nicht drin, aber hast ja gesehen. Ja. Okay, dann lass mal Feuer machen, dann gibt's Essen. Wir haben hier unten jetzt unser ganzes Brennholz hingestapelt. Wir können eine Weile heizen. Die Pizza hier ist nicht mehr ganz warm, deswegen versuche ich die mal hier oben aufzuwärmen. Ich weiß nicht, ob das so die allerbeste Idee ist, weil ich kein Backpapier oder sowas habe. Aber wer weiß. Die Pizza ist gut warm geworden. Boah, die ist richtig heiß geworden. Ist nicht schlecht. Ja, um die Zeit jetzt hier ein bisschen rumzukriegen, beantworten wir mal eure Fragen. Wir haben euch auf YouTube und auch auf Instagram gefragt, da habt ihr ganz viele gute Fragen gestellt. Davon gucken wir uns jetzt mal welche an. Dann hol ich mir hier die erste Frage, die hat ziemlich viele Likes, die hat 372 Likes. Es scheinen sich viele dafür zu interessieren. Und zwar, was haltet ihr von der Idee, eine Rutsche vom Baumhaus in die Höhle zu bauen? Ich finde die Idee auch ziemlich geil. Ja, richtig geile Idee. Ja, und so hatten wir gedacht, dass wir eine Badewannenrutsche bauen könnten. Also wenn schon, dann müssten wir also ganz viele Badewannen aneinander machen und dann so eine Rutsche bauen. Das wäre schon krank viel Arbeit, aber ich glaube, es wird sich lohnen. Jetzt fahren wir erstmal das U-Boot. Ja. Ja, die zwei meisten Likes hat die Frage hier. Wo geht ihr aufs Klo? Gute Frage. Wir haben hier drin noch kein Klo. Es gibt so Trockentoiletten, die wollen wir hier noch einbauen. Aber bisher müssen wir rausgehen. Ja, man kann ja zum Glück einfach durch den Gang gehen und dann da raus in den Wald. Da ist das eigentlich nicht so ein Problem. Wir haben hier auch Klopapier, also alles klar. Hier sind jetzt noch ziemlich viele Fragen, die erst noch nichts mit der Höhle zu tun haben. Da haben wir gedacht, dass wir nochmal ein richtiges Q&A-Video machen können. Da könnt ihr uns auch jetzt nochmal in die Kommentare alles schreiben, was ihr so wissen wollt. Lieblingswerkzeug, Schweißgerät. Ja, was interessant wäre, wäre jetzt für die Höhle. Ja, jetzt bezogen auf die Höhle ist es, glaube ich, auf jeden Fall diese kleine Akkukettensäge. Die macht schon richtig Spaß. Da kriegen wir übrigens kein Geld dafür, dass wir die mal zeigen. Ja, das ist keine Werbung oder so. Wir benutzen die einfach nur so, weil es geht ja wirklich gut. Ja. Wo bekommt man am günstigsten bzw. kostenloses Holz? Ja, da muss ich sagen, dass das meiste Holz hier für die Höhle gar nicht kostenlos war. Also wir haben das relativ günstig gekriegt. Das sind ja alles so Schalungsbalken von der Baustelle. Und eBay Kleinanzeigen. Genau, ja, die haben wir da gebraucht bekommen. Ja, dazu passt eigentlich ganz gut die eine auch der häufigsten Fragen, und zwar, wie könnt ihr das alles finanzieren? Weil die Projekte ja teilweise schon ziemlich teuer sind. Das stimmt auf jeden Fall, dass auch die Höhle und so hat schon einiges gekostet. Wir können ja durch YouTube jetzt relativ viel finanzieren, allerdings machen wir mit so Videos, wo wir jetzt keine Product Placement oder so haben, wirklich eher Minus.
Von daher haben wir auch die Unterstützer, da könnt ihr uns gerne unterstützen. Und es geht uns auch nicht darum, jetzt damit großartig Geld zu verdienen, sondern ich finde es cool, wenn wir die Projekte halt dadurch finanzieren können. Und ja, es macht einfach mega Spaß, die Sachen so zu bauen. Ne? Dann hier noch die nächste Frage. Wie teuer war die Höhle? Das haben wir auch mal grob zusammengerechnet. Wir sind da auf etwa 6.000 bis 7.000 Euro gekommen. Das hört sich jetzt schon ziemlich viel an. Also man muss allein überlegen, dass so ein Balken, was mega günstig ist, aber der hat 1 bis 2 Euro gekostet. Also ein hier so ein Balken. Und jetzt insgesamt hier verbaut sind, glaube ich, wie viel sind es? Ich glaube an die 500, 600 Balken. Also die waren schon krass teuer. Genau, und dann die ganze Folie dazu. Die Balken oben waren nochmal viel teurer. Die Teichfolie war auch extrem teuer, ja. Aber genau, wenn ihr mal selber sowas bauen wollt, dann muss ja nicht direkt so eine große Höhle bauen. Und man kann auch, wie gesagt, aus gebrauchtem Holz oder mal mit Förster nachfragen, da kriegt man auf jeden Fall auch Holz. Nur bei uns soll das ja auch alles ein bisschen länger halten. Aber wie gesagt, ihr könnt auch kostenlos oder relativ günstig so Projekte starten oder ein Baumhaus bauen aus irgendwelchen Resthölzern. Gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. So, dann noch eine Frage und zwar, hey, ihr filmt euch ja nicht selber. Sind das Freunde oder ist dahinter eine Social Media Organisation? Nee, also es ist tatsächlich so, dass wir eine ganz lange Zeit alles selber gemacht haben. Also komplett der Zinan hat uns ja viel geholfen. Und jetzt mittlerweile im Moment gerade hält der Julius die Kamera. Und der filmt jetzt meistens auch bei uns. Weil es einfach irgendwann echt so viel geworden ist, das alles selber zu bauen und dann dabei noch zu filmen. Da kommt dann auch zu schneiden nachher. Man sitzt ja mindestens zwei Tage an so einem Video nochmal dran, das zu schneiden. Und wir sind ja eigentlich Real-Life-Guys, wir wollen ja mehr draußen sein als beim Computer sitzen. Von daher, genau, helfen Sie jetzt, der Julius. Habt ihr Angst, dass die Höhle einbricht? Ja, ganz viel, deswegen bin ich ja auch nicht dran schlafen. Nee, wir vertrauen schon unseren Balken. Wir haben das auch halbwegs ausgerechnet. Also wir haben das, ich glaube, das sind pro Quadratmeter oder sowas 2 Tonnen. Wir hatten es genau ausgerechnet, müssen wir nochmal nachschauen. Wir haben da höchstens 500 Kilo drauf, also wir können hier theoretisch mit dem Bagger drüber fahren und es sollte nicht einbrechen, deswegen werden wir heute Nacht hier auch ganz ruhig drin schlafen, hoffentlich. Okay, das war es jetzt erstmal mit den Fragen zur Höhle hier. Wenn ihr irgendwie noch andere Fragen habt, persönliche Fragen oder zu dem, was wir sonst so machen oder zu anderen Videos, dann schreibt eure ganzen Fragen in die Kommentare, dann machen wir dann auch nochmal ein extra Video dazu. Ich habe jetzt die Jungs in der Höhle besucht und der Philipp wird mich jetzt zeichnen, ich bin sehr gespannt. Genau, eine Stunde wird es mindestens dauern. Ist ein guter Zeitvertreib, so in der Höhle zu zeichnen. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Ich bin auch mega gespannt. Wie lange hast du jetzt da gesessen? Schwer. Locker eine Stunde, 20 Minuten. Also, es fühlt sich auch so an. Hey, das ist mega gut geworden. Ich wusste, dass das gut wird, aber dass das so krass aussehen wird. So krass, ne? Ich find's auch so krass. Auch die Hände, die Augenbrauen, die Wimpern. Die Augen sehen auch so krass aus. Nee, ich finde das hier, ey, das ist... Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, sorry. So, wir fangen jetzt an zu kochen. Also ich hab... einfach das Brett kaputt gemacht. Dann haben wir 2 Schneidebretter, ne? Hier seht ihr unseren Kochprofi Julius, der sich gerade noch die Haare gestylt hat. Willkommen Freunde zum neuen Kochtutorial, heute mit Janette und mir. Wir zeigen euch heute, wie man den perfekten Reis kocht. Schmeckt's gut, Leute, oder? Ist essbar. Johannes, hast du Durst? Ja, warum? Okay. Ich habe Angst. Ich mal, Johannes. Okay. Ich spuck das gleich wieder aus, ich seh's schon kommen. Ich muss ihn anhalten.
So, es ist jetzt doch ganz schön spät geworden. Unsere Freunde sind jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Wir packen jetzt unsere Schlafsäcke aus und gehen dann mal schlafen. Ich bin sehr gespannt auf die erste Nacht in der Höhle. Machen wir die Tür zu in der Nacht? Nee, ich glaube, die Tür lassen wir echt lieber offen, weil sonst wird sie, glaube ich, ganz schön stickig drin. Ich habe schon ein bisschen Angst, hier runterzufallen in der Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, heute Nacht schlafen wir hier drin nur zu zweit, weil wir ja bisher nur diese zwei Betten haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendeine Idee habt, wie wir vielleicht noch hier draußen Hängematten aufhängen können oder irgendwie noch ein paar mehr Schlafmöglichkeiten hier reinmachen können. Ja. Ich habe jetzt auch meinen Schlafsack hier. Bei mir wird es etwas wärmer, weil der Kamin ja direkt neben mir ist. Dann mache ich mal das Licht aus und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Ich muss sagen, eigentlich habe ich ganz gut geschlafen heute Nacht. Ja, es ist ganz anders, wenn man im Baumhaus aufwacht und die Sonne scheint schon richtig rein und hier bleibt es halt richtig dunkel. Mach das Licht aus. Guten Morgen. Es war auch warm genug bei dir? Ja, doch. Also warm war mir echt. Jetzt ist es echt voll komisch, wenn man aufwacht und hat so keine Ahnung. Es könnte irgendwie noch Mitternacht sein, weil man einfach kein Fenster hat. Dann machen wir mal Frühstück, oder? Wir haben die Leiter immer noch nicht gebaut. Essen, um der Welt zu schauen. Ich glaube, der Julius kommt. Guten Morgen. Morgen. Und habt ihr gut geschlafen? Ja, schon. Ich habe was zum Arbeiten mitgebracht. Und wir wollen euch ja jetzt praktisch unseren ganz normalen Tagesablauf zeigen und dazu gehört natürlich auch das Schneiden, weil wir das ja auch alles selber machen und es nimmt echt ziemlich viel Zeit in Anspruch, also meistens macht es ja jetzt der Julius. Da haben uns auch schon ziemlich viele Leute gefragt, mit was wir schneiden und wenn wir nicht zu Hause sind, wenn wir unterwegs sind oder jetzt in der Höhle, schneiden wir meistens mit dem Laptop hier, das ist der XMG Fusion 15. Das Besondere an dem Laptop ist, dass er sehr leistungsstark ist und robust. Bei uns muss ein Laptop immer sehr, sehr viel aushalten. Er hat auch eine sehr lange Akkulaufzeit. Die genauen Specs, die wir jetzt in dem Computer haben, blenden wir euch mal eben ein. So viel zum Laptop, jetzt schneiden wir mal das Höhlenvideo. Dann schneiden wir jetzt mal noch ein bisschen, für nachher haben wir noch ein paar Freunde eingeladen, damit es uns hier nicht ganz so langweilig ist in der Höhle. Alles besser. Janet, was für ein Spiel spielen wir heute? Ein ganz, ganz besonderes Spiel. Unser Kamin ist gerade ausgegangen und unser Holz ist zu lang. Und draußen regnet es, deswegen müssen wir es jetzt hier drinnen klein hacken. Janet, willst du einen Apfel? Okay. Ich hätte auch noch so. Dann musst du den jetzt einfach von Philipp spalten lassen. Hast du genau halbiert? Geil. Auf jeden Fall mal echt eine interessante Erfahrung hier drin zu schlafen und zu essen und so. Ich glaube, so wirklich einziehen wollte ich hier nicht, weil man halt echt kein Tageslicht hat. Eure Frage war ja auch, ob wir nochmal ein Fan-Treffen machen können irgendwie. Wir hatten euch da auf Instagram angekündigt, dass wir uns jetzt am Erlensee treffen. Wir müssen auch so langsam echt mal wieder ins Wasser, weil wir hier gar keine Badewanne mehr haben. Wir haben auch noch eine Hot-Top gebaut. Wir gehen jetzt mal an den See und springen da ins kalte Wasser. Da können wir uns nachher noch ein bisschen aufwärmen. Das
wirklich schon warm. Was? Ja, es hat echt mega Spaß gemacht, mit euch in den See zu springen. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr beim nächsten Fantreffen dabei sein wollt oder wenn wir nochmal so eine Aktion starten. Und schickt uns mal eure Videos, wenn ihr auch jetzt ins kalte Wasser springt, dann kommt ihr bei uns in die Instagram-Story. Dann schreibt eure Fragen für das Q&A-Video in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video.